Okay, weiter geht's. Meine Mutter kam gerade rein und sagte, ist das niedlich. Aber das war nicht auf den Teddybären bezogen. Sunday, the words of William Bailey concerning the body of Kathleen Blackwood echoed in my head. Ripped, she would say. Was ripped? Ihr Hals war ripped. Ach so. Wir gehen mal lieber wieder hier raus, würde ich sagen. Aber Alter, dann war der echt hier drin. Aber er muss doch dann noch hier sein, oder? War das der Sohn? Warum hätte er sonst ein Teddybären? Ich will hier nicht länger sein, ja. Ich will auch nicht länger sein. Wir fahren weg. Der hört schon Stimmen, ey. Einfach nur weg, bevor die Polizei kommt, ey. Der Rest interessiert mich auch gar nicht mehr. I wanted to leave the place right away, but I couldn't. Not without dealing with the presence haunting the house first. Where was my responsibility now? What the fuck? Ja, was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung, den Typen suchen. Der muss doch da drin sein. Ja. Wieder reingehen und irgendwelche Items benutzen? Einfach wieder rein, ja, und... Oh Gott. Oh, ich glaube... Da passt doch kein Mensch durch. Das kann er mir nicht erzählen. Gott, ey. Bist du noch wach? Ich hab Angst. Da ist ein Kerzenhalter. Hab ich noch Candles? Nee. Mm-mm. Oh mein Gott. Guck hin. Da sind Augen. Da sind Augen. Ich hab Angst. Wir können nichts mehr machen, oder? Ist es abgestürzt? Also ich sehe immer noch Augen. Es passiert nichts mehr. Ich glaube, es ist abgestürzt. Ja, 7. Wo haben wir gespeichert? Wir müssen ja eh den Teddy nochmal anreden jetzt. Ja, okay, wir sind wieder da. Okay, Leute. Gucken, ob es jetzt abstürzt. Ich hab Angst, ey. Ich hab so eine Angst, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Messer, Messer. Alter, mein Herz, ey. Was? Ich sag ja gar zur nicht. Zur Hölle war das. Ich weiß nicht, ein Mensch, irgendwann mal. Unsure of what I had just seen, I raced my car and left Blackwood Manor as quickly as possible. I'm not ashamed of what I did. That disfigured face is still stalking my nightmares, and I've never put foot inside a Victorian house ever since. But there's certainly one thing that I'm grateful for. It was thanks to my encounter below that house that I was able to finish my book and become a prolific writer. Jetzt habe ich irgendwie ziemlich Angst. Sowieso. Viele Fragen. Was sehen wir da gerade? Ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Jemand hat gebuddelt. Da war doch gerade, das war doch derselbe Raum. Ja, der Junge hat gebuddelt, das waren seine Scratches. Ach so.
Und was sehen wir da jetzt? Ende. Oh Gott. Der hat gebuddelt. Ja, Mann. Warum ist er nicht einfach rausgegangen? Was mein... Ich will irgendwie... Ich weiß nicht. Ich bin... Und wer war das? Ich weiß nicht. Das Baby war tot, oder? Ich bin gerade übelst gezeichnet für mein Leben. Ich bin gerade... Ne? Aber die Frau war... Die haben wir im Garten ausgebuddelt. Die Frau war tot. Wer war das in dem Sarg von der Frau? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht die Maid? Ich weiß nicht. Und er war dieser Blackwood. Er war der Typ. Echt? Und er wurde vom Arzt gefüttert. So sehe ich das. Aber wieso sollte er sich dann rauskraxeln? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der... Nein, der Arzt hatte doch Angst vor ihm. Ja, hat doch stimmt. Auch den Brief an diese Frau geschrieben. Und deswegen hat er ihn da eingesperrt. Das könnte sein. Und der wollte sich rausbuddeln. Er hat ihn gefüttert, weil er kein Unmensch ist. Ich glaube... Alter. Liebe Viewer, schreibt Kommentare ohne ja, Ende. Was denkt ihr? Schreibt, was denkt ihr? Vielleicht machen wir nochmal so ein anderes Video, sowas wie My Thoughts on Scratches oder so, weißt du? Ja, jetzt? Gleich? Jetzt nicht gleich, aber irgendwann. Dass wir dann erzählen, was wir denken? Ja. Das haben wir gerade. Naja, ich bin noch nicht sicher, was ich drüber denke. Ich muss immer 3 Stunden drüber schlafen, bevor ich aufstehe. Ich gehe jetzt nicht mehr schlafen. Ich werde nie wieder in meinem Leben schlafen. Oh Gott. H.P. Lovecraft. Cthulhu. Ja, auf vielen Cthulhu. Und ja. So. Das war der erste. Ich hoffe, also... Der erste Lesbe, die wir gefinisht haben zusammen. Doch. Wir zwei haben noch nie was zusammen gefinisht sonst. Heftig. Hast recht. Ja. Als nächstes Little Big Planet, würde ich sagen. Okay. Finish. Also, ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen, dass wir zweimal schummeln mussten. Aber ihr habt's gesehen, diese Rätsel waren echt hart. Das du. Und das Ende war echt hart. Warum? Warum geht's jetzt noch weiter? Hör auf, Spiel. Ah, okay. Was ist wohl im Nicht-Director's Cut? Gar nichts. Gar nichts. Du siehst einfach gar nichts. Du spielst einfach vorbei. Und fährt einfach weg. Der kommt rein, denkst du, oh, scheiße hier und fährt weg. Also, scheiße hier und fährt weg. Okay, Leute. Wir sind fertig mit den Nerven. Vielen Dank fürs Gucken und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen Angst gemacht. Also, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Auf jeden Fall. Bis Beschreibt dann. Eure Meinung. Bis dann. Ciao.